Ja, 4.8.2022, 17 Uhr. Heute mal eine kleine Tour auf dem Schöner See. Ein bisschen zwischen Inseln lang paddeln. Da ist er, der Plöner See. Ein paar Schwäne hier. Will ich aber nicht zu dicht dran vorbeipacken. So, im Wetterbericht stand, dass heute noch Gewitter kommen soll. Das hat sich aber dann irgendwie geändert. Bewölkt ist es aber, sieht nach Regen auch aus. Ich hoffe mal, dass ich hier ganz gut durchkomme. Aber deswegen werde ich auch hauptsächlich am Land lang paddeln und nicht quer über den See. Ein grauer Schwan ist auch dabei. Und schon sehen wir die Badestelle Prinzeninsel. Ja, der Himmel sieht da oben sehr dunkel aus. Mal gucken, was da kommt. Wie gesagt, ich bleibe immer am Land, dass ich notfalls schnell das Klettenufer erreichen kann. Und dann gucke ich mal, was das wert heute. Ein bisschen hört man das immer noch grölen im Hintergrund. Zweiten GoPro-Akku reingemacht, die habe ich vor
drei Monaten geladen. Die eine war relativ schnell leer, der Akku hat jetzt aber noch 92%, also hoffe ich mal, dass er auch ein bisschen hält. Ich chill hier immer noch auf der Insel. Ist jetzt 17.44 Uhr, so, bin ungefähr eine halbe Stunde gepaddelt und jetzt chill ich hier seit 10 Minuten, Viertelstunde und werde dann gleich weiter paddeln. Wieder Donnergrollen. Deswegen werde ich die Tour hier an dieser Stelle abbrechen. Und wir zurück zum Ausgangspunkt paddeln. Nicht, dass ich doch noch hier auf dem See unwetter erwischt werde. Hier um uns rum. Ja, meine Drohne hatte ich dabei, aber ja, bei dem Wind möchte ich die jetzt ungern über Wasser starten. Das werde ich dann auch beim nächsten Mal machen. Das ist halt auch immer so ein Ding, weil wenn man seine Ausrüstung packt, man kann nie wissen hier in Schleswig-Holstein, ob das Wetter hält oder ob vielleicht doch noch Regen und Sturm kommt. Ja, aber das macht es ja auch spannend, ne? Auf jeden Fall nicht langweilig. Ja, da sieht man gleich das Schloss und die Kirche. Ja, schöne Stadttour kann man auch hier sehr gut machen. Ist einfach nur hier umplönen rum quasi. Zum großen und kleinen Pöner See, da gibt es mehrere Schnittstellen, wo man das durchqueren kann. Ist auch eine sehr schöne Tour. Ich will noch weiter paddeln, aber das ist mit dem Wetter echt zu unsicher. Sehr bewölkt, wechselhaft. Und ja, ich will es nicht riskieren, jetzt bei Gewitter auf dem See zu sein. Ich sehe auch kaum noch einen Paddler, eigentlich gar keinen mehr außer mir. Deswegen sehe ich das als Grund an, auch langsam mal das Wasser zu verlassen.
Man muss ja nichts riskieren. Jetzt drehe ich auch mal wieder um, weil jetzt wird es interessant. Schön bei Regen durch den Wald paddeln. Was aber mir sehr zugute kommt, ist, dass der Wind nachgelassen hat. Das heißt, ich brauche jetzt keine so große Angst haben, dass mir gleich ein Baum oder ein Ast auf den Kopf fällt. Wieder schön der Grund zu sehen. Ich hoffe, ich komme überhaupt durch. Beim letzten Mal war der Wasserstand doch noch deutlich höher. Der wird eng auf jeden Fall. Ich setze jetzt schon auf. Ich probiere es trotzdem. Notfalls muss ich halt treiben. Was aber hier nicht ganz so schön ist, weil jetzt hier auch viel Laub und Modder im Wasser ist. Aber trotzdem glasklar, sieht man alles. Aber es scheint zu gehen. Gerade so. Also, wenn man nicht gerade so fett ist wie ich, 100 Kilo, dann kommt man hier scheinbar auch bei Niedrigwasser sehr gut durch. Bei mir ist das jetzt schon grenzwertig. Also, wenn ich das Kajak jetzt 120, 130 Kilo geladen hätte mit mir insgesamt, dann hätte ich aussteigen müssen. Vielleicht kommt das auch so noch auf mich zu, mal sehen. Ja, ruder mal komplett rein, das hält einen auf. Ja, hier wird es jetzt spannend. Das ist wieder tief genug. Ja, und jetzt komme ich hier bei dem kleinen See im See raus. Das ist ein Bucht quasi. Beim Campingplatz Spitznort. Ja, hier auch wieder gut drin. Alter schön. Ja, gleich vorne. Oh Mann, was ein Wetter. Teilweise wieder heller. Aber jetzt habe ich es auch gleich geschafft. Jetzt nur noch um 12 Uhr 500 Meter oder 400. Dann bin ich schon an der Einstiegsstelle da. Also hier auf der Ecke sind auch mehrere. Es gibt auch mehrere Campingplätze. Das hier der beliebteste, weil man direkt Stellplätze am Wasser hat. Aber kommt man halt auch schwer ran und ja, lässt sich wahrscheinlich auch bisschen mehr kosten alles. Wieder sehr flach. Ja, oder Wasserkammer anmachen. Gleich zu der Einstieg- und Ausstiegsstelle kann ich theoretisch runter paddeln, aber ich glaube, mit dem Wasserstand sah das vorne echt flach aus. Schon mal einen Kajak hochziehen war das sehr eng. Aber was meint ihr, riskiert das trotzdem? Ich glaube, ich mache das. Also mit meinem P-Kajak, das wie gesagt, das ist schön, ist sehr stabil. Mache ich das einfach nur, falls muss ich halt aussteigen noch. Mit dem GFK-Kajak oder so würde ich das auf keinen Fall machen. Da würde ich dann definitiv aussteigen.
müssen wir dann links oder rechts reißen, wenn das irgendwo hängen bleibt. Mal gucken. Auf jeden Fall nicht meine beste Idee. Gut, dann wieder rein. Oh, Hauptsache nicht aussteigen, ne? Das war echt anstrengend jetzt gerade. So blöd. Oh, hallo B-Leiter. Barschelei noch da sind, wenn wir lang paddeln. Ja, da vorne geradeaus bei der Boje. Verlängerung kann man den Kirchturm sehen. Da werde ich nochmal Unterwasseraufnahmen machen. Gucken, ob da wieder so viele Barsche stehen. Da bin ich mal gespannt. Ich geht nun, dass ich dann gleich da nicht paddeln muss. Wenn ich noch ungestörter vielleicht. Später anfangen sollen, spielst du die jetzt? Ja, schon wieder nicht bekommen. Auch so ein ganz kleiner, schöner Abschnitt hier. Und gleich sieht man den Rastplatz, wo ich gestartet bin. Wenn man sich jetzt an der linken Uferseite lang halten würde, würde man dem Lauf der Fentine folgen und da dann irgendwann zum Lankersee kommen oder nach Preetz. Vor ist natürlich noch viele andere schöne Sehenswürdigkeiten, kleine Ortschaften, teilweise mit Einsatzstellen oder auch Übernachtungsmöglichkeiten. Zu empfehlen ist aber auch wirklich der Campingplatz Lankersee. Ja, das war's dann auch mit der Tour. Vielleicht müsste meine berühmte Musik kommen. Zum Ausspannen des Videos quasi hier. Da ist nochmal das Plöner Schloss zu sehen von der anderen Seite.